Allein in Deutschland mit ca. 80 Millionen Einwohnern gibt es über 260.000 Mobilfunkanlagen, über 100 Millionen Handys und über 50 Millionen Deckt-Schnurlostelefone. Die Antennen sind allgegenwärtig und es gibt kaum noch Orte, die nicht von der gepulsten, hochfrequenten Strahlung erreicht werden. Durch Forschungsergebnisse und Beobachtungen an der Umwelt wird jedoch immer deutlicher, dass gepulste, hochfrequente Strahlung gesundheitliche Schäden verursacht. Wir begrüßen Sie sehr herzlich zu unserer heutigen Dokumentation zum Thema Mobilfunk – die verschwiegene Gefahr. In dieser Dokumentation führen wir Sie Schritt um Schritt in eine Beweisführung ein, die jeder Laie nachvollziehen kann. Als Orientierung werden Ihnen rote Fragesätze dienen. So bringen wir Stufe um Stufe Licht in die verborgenen Gefahren dieser Technologie. Durch die 26. Verordnung zum Bundesemissionsschutzgesetz soll die Bevölkerung durch Festlegung von Grenzwerten vor diesen Gefahren geschützt werden. In einem ersten Schritt unserer Dokumentation klären wir nun die Frage, bieten diese Grenzwerte einen realen Schutz? Die natürliche Strahlung ohne Mobilfunkbelastung beträgt 0,00001 Mikrowatt pro Quadratmeter. Der Grenzwert für UMTS-Netze in Deutschland wurde auf 10 Millionen Mikrowatt pro Quadratmeter festgelegt. Bereits hier müssen wir innehalten und die Frage stellen, kann es gut sein, wenn Menschen einen von der Natur vorgegebenen Wert um das Billionfache erhöhen und dies als unbedenklich erklären? Ist die Natur so dumm oder der Mensch so intelligent? Wie kam dieser Grenzwert zustande und wer hat ihn festgelegt? Wir befinden uns hier in München vor dem Gebäude der ICNIRP. Dies bedeutet International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Zu Deutsch Internationale Kommission zum Schutz vor nicht ionisierender Strahlung. Dieser private Verein schlägt Strahlengrenzwerte für die ganze Welt vor. Was ist das für ein bedeutsamer Verein? Die Mitglieder dieses Gremiums werden nicht gewählt oder von einer Regierung bestimmt, sondern nur sie berufen ihre Mitglieder. Meist sind es Personen, die eine bedeutende Stellung in der Wirtschaft innehaben. An dieser Stelle zitiere ich Professor Bernhard, Vorsitzender der ICNIRP. Wenn man die Grenzwerte reduziert, dann macht man die Wirtschaft kaputt. Dann wird der Standort Deutschland gefährdet. Wie beurteilen aber unabhängige Experten diese Vorgabe des ICNIRP? Professor Dr. Neil Cherry, ein anerkannter Experte, prüft als Beauftragter der neuseeländischen Regierung die Vorgaben des ICNIRP. Er kommt zu der Schlussfolgerung, dass die Vorgaben ernsthaft fehlerhaft, ein Muster von Voreingenommenheit und außerdem absichtliche Verdrehung sind. Trotz größter Bedenken namhafter Wissenschaftler übernahm die deutsche Regierung und die WHO die Vorschläge des industrienahen Gremiums. Die Grenzwertfestlegung für die ganze Welt geht auf diesen industrienahen Wirtschaftsverein zurück. Hier sind wir an der Wurzel. Welche Interessen mag diese private Organisation wohl vertreten? Waren die Mitglieder dieses privaten Vereins wohl nur und ausschließlich um das Wohl der Gesundheit der Menschheit besorgt? Was besagt nun dieser Grenzwert? Auf welcher Grundlage beruht er? Wir zitieren Professor Bernhard. Zweifelsfrei verstanden haben wir bei den Funkwellen nur die thermische Wirkung. Und nur auf dieser Basis können wir derzeit Grenzwerte festlegen. Es gibt darüber hinaus Hinweise auf krebsfördernde Wirkungen und Störungen an der Zellmembran. Wir untersuchen diese Aussage von Professor Bernhard anhand eines Schaubildes. Er sagt mit anderen Worten, wir haben die Physik, er nennt die Wärme, zweifelsfrei verstanden, aber von der Biologie und der Chemie haben wir noch nicht so viel Ahnung. Deshalb müssen wir die Biologie und die Chemie ausblenden. Ein kleiner Comic illustriert das Verhalten dieses Gremiums in trefflicher Weise. Beim Schulausflug fragt der Schüler den Physiklehrer. Ist dieser Fliegenpilz gefährlich? Ist es gefährlich, wenn ich dir aus einem Meter Entfernung einen Stein an den Kopf werfe? Aua. Ja.
Ist auch gefährlich, wenn ich das Gleiche mit dem Fliegenpilz tue? Nein. Nein. Der Schüler ist beruhigt, denn nach den Gesetzen der Physik ist der Fliegenpilz ungefährlich. Der Physiklehrer kann sich nicht erklären, warum der Schüler nach dem Verzehr des Fliegenpilzes krank wird. Was? Unmöglich. Das Fundament des Grenzwertes beruht auf der Annahme, dass es nur auf wärmebasierenden Wirkungen, das heißt nur bei physikalischen Vorgängen, Wirkungen durch Mobilfunkstrahlung gibt. Der Grenzwert bezieht sich auf einen leblosen Körper und berücksichtigt die biologischen Wirkungen in unserem lebenden Körper in keinster Weise. Jegliche Wirkungen, die nicht auf Wärme basieren, werden vehement bestritten, da ansonsten den gesetzlichen Grenzwerten jede wissenschaftliche Grundlage entzogen wäre. Hier nun eine Definition des Grenzwertes. Der gültige Grenzwert orientiert sich an der Strahlenstärke, die innerhalb von 30 Minuten einen leblosen Körper um 1 Grad Celsius erwärmt. Langzeitwirkungen über 30 Minuten bleiben unberücksichtigt. Der Grenzwert schützt somit tote Materie vor einer Erwärmung für einen Zeitraum von 30 Minuten. Wir sind ein lebendiger Organismus. Wir werden meist 24 Stunden vom Mutterleib an dauerbestrahlt. In unserem Körper laufen unzählige komplizierte biologische Prozesse ab. Selbst das ICNIRP-Gremium muss in seinen Richtlinien einräumen, dass der Grenzwert nur vor kurzfristigen, unmittelbaren gesundheitlichen Auswirkungen durch erhöhte Gewebetemperaturen schützt. Alle Fachleute sind sich jedoch einig, dass zum Beispiel von WLAN keine Wärmegefahr ausgeht. Die Grenzwerte schützen vor etwas, was letztlich gar keine Gefährdung darstellt und sind somit eine arglistige Täuschung der Bevölkerung. Bei der Grenzwertfestlegung wurden die nicht-thermischen, biologischen Effekte nicht berücksichtigt. Wirkungen zum Beispiel auf Nerven oder Hormone wurden völlig ausgeblendet. Würde jemand die Höhe radioaktiver Strahlung mit dem Thermometer statt mit dem Geigerzähler messen und aufgrund dieser thermischen Messung die Radioaktivität als ungefährlich einstufen, würde man ihn für verrückt erklären. Beim Schutz vor Mobilfunkstrahlung wird uns jedoch gerade dies als Wissenschaft verkauft. Sehr geehrte Zuschauer, wir haben gezeigt, dass die gültigen Grenzwerte unverantwortlich sind. Dies bestätigt auch die Wissenschaftsdirektion des Europäischen Parlaments, STOA. Die Besorgnis der Öffentlichkeit ist nicht unbegründet. An Stellen mit Langzeitbelastung sollten 100 Mikrowatt pro Quadratmeter nicht überschritten werden. Haben sich unsere Wissenschaftler und Experten bei der Grenzwertfestlegung in Deutschland um 5 Zehnerpotenzen geirrt? Dann steht uns ein Mobilfunkgau bevor. Gegenstimmen von namhaften Wissenschaftlern bestätigen diese Befürchtung. Professor Folger von der Technischen Hochschule Aachen sagte bereits im Jahre 2001, die Behauptung einer Schutzwirkung der Grenzwerte ist als wissenschaftliche Falschinformation anzusehen. Dies entspricht rechtlich allen Merkmalen des Betrugs und schließt grob fahrlässige bis absichtliche Gefährdung und Körperverletzung ein. Wir möchten nun in einem zweiten Schritt unserer Dokumentation klären, ob es biologische Wirkungen durch Mobilfunkstrahlung gibt. Bereits 1992 hat die Strahlenschutzkommission im Bundesanzeiger Nummer 43 vom 3. März 1992 über spezielle Effekte, die nicht auf Erwärmung beruhen, geschrieben. Die Membraneffekte, Zellschädigungen, wurden vielfach bestätigt, so dass ihre Existenz heute als gesichert gilt. Wenn diese Effekte schon damals als gesichert galten, warum wurden diese bei der Grenzwertbestimmung ignoriert? Wir werden nun einige unabhängige wissenschaftliche Studien unter die Lupe nehmen, um das Vorhandensein biologischer Wirkungen von gesundheitlicher Bedeutung zu belegen. Wir beginnen mit der sogenannten Saalfort-Studie. Bei dieser Studie eines schwedischen Wissenschaftlers wurden drei Gruppen von je 8 Ratten in insgesamt über 1000 Versuchen mittels eines Handys mit unterschiedlicher Leistung nur 2 Stunden konstant bestrahlt. Durch diese Strahlung öffnete sich die Blut-Hirn-Schranke, die verhindert, dass toxische Giftstoffe in unser Gehirn gelangen können. Die Schäden, die dadurch entstehen, sind irreversibel. Die Beweissicherheit liegt bei 99,8%.
Wir kommen zu einer weiteren Untersuchung, die belegt, dass die durch den Mobilfunk hervorgerufene elektromagnetische Mikrowellenstrahlung eine biologische Wirkung in unserem Körper hervorruft. Es geht um unser Blut. Wie unsere roten Blutkörperchen auf die Strahlung reagieren, zeigt der sogenannte Geldrolleneffekt. Guten Tag, mein Name ist Herbert Jung, ich bin Heilpraktiker, Homöopath, seit ca. 20 Jahren. Im Laufe meiner Tätigkeit habe ich festgestellt, dass es immer mehr Heilhindernisse gibt, die durch Mobilfunk verursacht sind. Auch immer mehr Krankheiten, zum Beispiel wie Schlaganfall oder Hyperaktivität bei Kindern oder verschiedene Krankheitsbilder entstehen oder Bluthochdruck nur durch Mobilfunk. Das war der Grund, weshalb ich mich dann auch mit der Dunkelfeldmikroskopie beschäftigt habe, weil das aus meiner Sicht die einzige Methode ist, in der man das bildhaft feststellen, wie gravierend sich der Mobilfunk auswirkt. Ich nehme jetzt von einer Testperson, die keine Mobilfunkbelastung ausgesetzt war oder ist, einen Tropfen Blut ab. Und dann werden Sie nachher das sehen, wie sich das auswirkt. Jetzt können Sie den Blutstropfen, den wir abgenommen haben, sehen Sie jetzt auf dem Plättchen und damit können wir unter das Mikroskop gehen. Da können wir sehen, wie sich das Blut jetzt zeigt. So, jetzt lege ich das Blutplättchen aufs Mikroskop. Ja, das sehen Sie jetzt, das Vitalblut von Patienten, der keiner Mobilfunkbelastung ausgesetzt ist. Da sehen Sie, dass die Erythrozyten schön frei sind. Das Blutserum ist zu sehen. Es sind auch keine Spinnwebennetze, also Philite drin. So, und dann denke ich, machen wir mal den anderen Test, wie das Blut aussieht bei der gleichen Testperson nach 3 Minuten mobil telefonieren. So, ich werde jetzt wieder das Handy einschalten. Hallo? Ja, jetzt hat die Testperson 3 Minuten mobil telefoniert. Jetzt wollen wir mal gucken, was das gemacht hat. Jetzt nehmen wir Blut ab, um das zu dokumentieren. So, jetzt haben wir das Blut nach ca. 3 Minuten mobil telefonieren. Mal gucken, was das jetzt macht. So, das ist Blut von der gleichen Testperson, wo es vorhin schön auseinander war. Und jetzt sehen Sie mal, wie die roten Blutkörperchen alle zusammengeballt sind als Geldrollen. Dann kann das Blut natürlich nicht mehr seine Arbeit leisten. Wenn das ein Dauerzustand ist, bildet sich irgendwann ein starker Thrombus. Und je nachdem, wo der Thrombus sich festsetzt, im Gehirn gibt es einen Schlaganfall. Wenn es Herz ist, Herzinfarkt oder Lunge oder Thrombose, wo auch immer. Ob man es überlebt oder gelähmt ist, das ist dann die Frage. Sowohl die Saalfort-Studie als auch die Aufnahme im Dunkelfeldmikroskop beweisen, dass es Wirkungen gibt, die nicht auf Wärme beruhen und die einen negativen Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Über Auswirkungen der Dauerbestrahlung durch Sendemasten auf die Gesundheit der Bevölkerung gibt es weltweit keine Langzeitstudien. Nur die einer privaten Ärzteinitiative in Naila. Die sogenannte Naila-Studie. Wir befinden uns hier in Naila in Oberfranken. Hier haben örtliche Ärzte in einer Langzeitstudie über einen Zeitraum von insgesamt 10 Jahren Krebsneuerkrankungen dokumentiert. Dabei haben sie untersucht, ob Menschen, die in einem Radius von 400 Meter um den Mobilfunksender wohnen, häufiger an Krebs erkranken als Menschen, die in einem Radius von 400 bis 800 Meter wohnhaft sind. Die Ergebnisse können wie folgt zusammengefasst werden. Nach 5 Jahren konnte zwischen diesen beiden Gruppen kein wesentlicher Unterschied an Neuerkrankungen festgestellt werden. Im Zeitraum vom 6. bis zum 10. Jahr der Studie stellten die Ärzte jedoch eine um ca. 300% erhöhte Krebsrate im inneren Radius fest. Zudem erkrankten die Menschen dort in einem deutlich jüngeren Alter an Krebs. Somit zeigt die Studie eindrucksvoll, dass Krebserkrankungen durch Mobilfunkstrahlung nicht sofort, sondern zeitversetzt auftreten. Die Ergebnisse der Ärzte in Naila wurden durch eine Studie in Belo Horizonte in Brasilien mit ca. 2 Millionen Beteiligten bestätigt. Zahlreiche weitere Studien könnten noch angeführt werden.
Eine internationale Arbeitsgruppe von Wissenschaftlern, Forschern und Fachleuten für öffentliche Gesundheitspolitik kommt nach der Auswertung von über 2000 wissenschaftlichen Studien zu folgendem Ergebnis. Die existierenden Grenzwerte bieten keinen Schutz für die Volksgesundheit. Es wird empfohlen, neue, auf biologischer Basis gründende Grenzwerte einzuführen. Wir fassen zusammen. Die angeführten Studien belegen die Existenz von biologischen Wirkungen, die nicht durch Hitzewirkung des elektromagnetischen Feldes verursacht sind, sondern durch dessen athermische Wirkung. Somit kommen wir nun zum dritten Schritt unserer Dokumentation und stellen folgerichtig die Frage, wirken sich diese nachgewiesenen biologischen, athermischen Effekte negativ auf unser Leben aus? Der Baubiologe Maes berichtet, die Klagen werden lauter, dass körperliche und seelische Symptome wie zum Beispiel Kopfschmerzen, Schwindel, ständige Müdigkeit, Ohrenrauschen, Hormon-, Nerven-, Herz- und Schlafprobleme, Konzentrationsschwierigkeiten, Aufmerksamkeitsdefizite, Hyperaktivitätsstörungen, ADHS, Gereiztheit, Allergien, Ängste, Sehstörungen und allgemeines Unwohlsein auftraten, gleich nachdem man in der Nähe neue Mobilfunksender installiert hatte oder Deckhaustelefone Einzug hielten. Leider haben statistische Daten, die 2009 und 2010 von Rostat und der UNICEF veröffentlicht wurden, aufgezeigt, dass es seit dem Jahr 2000 eine kontinuierliche Zunahme von Kinderkrankheiten gab, die mit großer Wahrscheinlichkeit auf die Handynutzung zurückzuführen sind. Zu den alarmierenden Fakten dieser Untersuchung: besonders besorgniserregend ist die Zunahme von Erkrankungen unter jungen Menschen zwischen 15 und 19 Jahren im Vergleich zum Jahr 2000. Störungen des zentralen Nervensystems stiegen um fast das Doppelte. Bluterkrankungen und Störungen des Immunsystems erhöhten sich um über 80%. Neurologische Störungen um über die Hälfte, plus 58%. Und epileptische Erkrankungen um plus 36%. Die Behauptung, Handys machen dumm, spiegelt sich in den zunehmend schlechteren Leistungen der Schüler wider, denn Folge von Handytelefonaten sind Gedächtnisstörungen, Konzentrationsmängel, Kopfschmerzen, Ohrensausen und ähnliche Symptome. Vor dem Hintergrund des zunehmenden Elektrosmogs zeigen wir Ihnen nun an einem Fallbeispiel den Alltag an einer deutschen Schule. Sicherlich kein Einzelfall. Ja, nehmen Sie doch bitte Platz. Vielen Dank. Herr Weiner, vielen Dank, dass Sie als Strahlenexperte zu uns an die Schule gekommen sind. Gerne. Viele Schüler an unserer Schule sind unkonzentriert. Etliche zeigen überraschend schlechte Leistungen. Einige sind hyperaktiv und andere wiederum depressiv. Kann das mit den Strahlungen zusammenhängen? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es am eigenen Leib so erlebt, bin elektrosensibel geworden. Und man muss einfach wissen, gerade bei Kindern und Jugendlichen richtet die Strahlung am meisten an, weil die im Wachstum sind. Mhm. Und was ganz wichtig ist, gerade bei Handynutzung von Kindern und Jugendlichen, da habe ich ein Bild mitgebracht. Diese Handystrahlung, die dringt sehr tief ein in den kindlichen Kopf. Zum Beispiel bei 5-Jährigen, bei 10-Jährigen, Erwachsenen hier ab 21. Immense Unterschiede. Und die Hauptgefahr besteht einfach darin, es ist alles im Verborgenen. Wir haben keine Sinne, wir können es nicht riechen, wir können es nicht wahrnehmen, wir schmecken die Strahlung nicht, wir hören sie nicht, alles nicht wahrnehmbar. Und darum habe ich mir heute gedacht, ich bringe mal ein bisschen Licht ins Dunkel. Ich habe ein Messgerät mitgebracht, da kann ich Ihnen die Strahlung hörbar machen. Ich schalte einfach mal ein und jetzt haben wir schon vollen roten Bereich. Und ja, also ich bin mal so frei, ich habe es schon entdeckt. Ihr schnurrendes Telefon am Schreibtisch und wir sehen jetzt schon, schon ist es im grünen Bereich. Herr Weiner, hier in unserem Computerraum können Sie auch hier die Strahlung sichtbar machen? Bestimmt. Glauben Sie, dass bei der Strahlenbelastung noch sich ein Schüler konzentrieren kann? Gucken wir mal, wo er herkommt. Herr Weiner, wir befinden uns jetzt im oberen Stockwerk. Wie sieht es denn hier aus mit der Strahlung? Schauen wir doch mal. Eindeutig. Ne? Die Strahlenquelle da drüben, da kann ich jetzt keinen Stecker mehr ziehen. Da müssen jetzt Sie aktiv werden. Am besten mit Schreiben und mit direktem Druck an die Behörden und Mobilfunkbetreiber.
Denn eins ist klar, bei der Strahlenbelastung ist ein gesundheitsverträglicher Unterricht nicht machbar. Folgende Meldung aus Bayern bestätigt, dass unser kurzer Filmbeitrag nicht wirklichkeitsfremd ist. Am 1. August 2007 berichtet Spiegel Online, der Bayerische Landtag gab die Empfehlung, an allen Schulen des Freistaates auf WLAN-Netze zu verzichten. In manchen Schulaufnahmeanträgen ist mittlerweile sogar folgender Passus zu finden. Ich bin ferner damit einverstanden, dass mein Sohn, meine Tochter im Falle der Aufnahme auch Unterricht unter Einsatz von WLAN erhält. Dass die Schulleitung sich hier rechtlich absichern möchte, zeigt, wie gefährlich diese Technologie ist. Welche Schule würde sich beispielsweise wegen dem Einsatz eines Tageslichtprojektors rechtlich absichern? Auch die Justiz bestätigt nun die Schädlichkeit der Mobiltelefone. Das Oberlandesgericht in Brescia, Norditalien, hat durch ein nun rechtskräftiges Urteil einen ursächlichen Zusammenhang bestätigt. Der Gehirntumor eines Angestellten ist auf sein geschäftlich bedingtes, stundenlanges Telefonieren mit Handy und Schnurlustelefon zurückzuführen. Das Urteil ist auch deshalb bahnbrechend, weil die Richter industriefinanzierte Gutachten als nicht glaubwürdig ausschlossen und sich nur auf industrieunabhängige stützten. Das höchste italienische Gericht in Rom hat dieses Urteil des Oberlandesgerichtes zwischenzeitlich bestätigt. Una sentenza del tutto particolare. Ein sehr spezielles Urteil. Wie wurde es begründet? Ja, es ist wirklich ein spezielles Urteil, weil es weltweit der erste Fall ist, der eine Berufskrankheit mit elektromagnetischer Strahlung als Ursache anmeldete. Das Gericht in Brescia hat also anerkannt und es hat bestätigt, dass ein sehr starker und intensiver Gebrauch des Mobiltelefons in den letzten 10 Jahren vorlag. Und zwar, weil ich das Handy und das schnurlose Telefon 5 bis 6 Stunden täglich für jeweils lange Gespräche benutzt habe. Und ich erinnere mich, dass ich oft nach diesen langen Telefonaten ein gerötetes und verschwitztes Ohr bzw. eine ganze linke Gesichtshälfte hatte. Das ist gewiss sehr alarmierend, doch ich möchte euch noch etwas anderes sagen, das auch in den Medien veröffentlicht wurde. Mein Arbeitskollege, der Handelsleiter war, auch er benutzte das Mobiltelefon im selben Ausmaß, wie ich es tat. Er ist an derselben Krankheit erkrankt. Auch ein anderer Mann von Casal Maggiore, ca. 30 Kilometer entfernt von hier, er war Werkstattleiter und benutzte ein schnurloses Telefon 8 Stunden am Tag, hat genau denselben Tumor bekommen. Das sind Fakten. Im Urteil, welches Sie uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben, wird auch ein Vergleich zwischen der Strahlung einer Atombombe und dem Mobilfunk erwähnt. Was können Sie dazu sagen? Ja, das Urteil bezieht sich an dieser Stelle auf einen Vergleich des CTU, welches der vom Berufungsgericht Brescia beauftragte Arzt angefertigt hat. Dieser Vergleich besagt, dass der Mobilfunk mehr Schäden verursacht als zum Beispiel die Atombombe von Hiroshima. Der Unterschied ist jedoch, dass eine Atombombe einen zeitlich begrenzten Effekt ausübt. Dem Mobilfunk hingegen ist die ganze Menschheit jeden Tag über 24 Stunden und das an 365 Tagen im Jahr ausgesetzt. Ebenso bestätigen führende Experten, Wissenschaftler und Mediziner die schlimmsten Befürchtungen. Der Motorola-Insider Robert C. Kane, der mehr als 30 Jahre in der Telekommunikationsindustrie tätig war, kommt in seinem Buch Cellular Telephone Russian Roulette zu dem Ergebnis: Ein Telefonat von 2 Minuten spiegelt sich eine Woche lang in veränderten Gehirnströmen des Nutzers wider. Ein Handy-Telefonierer merkt von einem Gewebeschaden erst dann etwas, wenn die Kopfhaut, die sehr wenig Energie absorbiert, sich warm anfühlt.
Da das tiefer liegende Gehirngewebe jedoch nicht zur Wahrnehmung von Temperaturanstiegen ausgelegt ist, kann der Gewebeschaden zu diesem Zeitpunkt bereits massiv und irreversibel sein. Lloyd Morgan, Elektroingenieur und Direktor der Hirntumorgesellschaft der USA, sagte 2009 im Interview mit der Zeitschrift Saldo: Hunderttausende Benutzer von Handys werden an einem Hirntumor erkranken. Handys sollte man bis zum 18. Lebensjahr verbieten. Das Tumorrisiko für Kinder ist wesentlich höher als für Erwachsene. Und noch etwas. Das kann übrigens jeder im Internet selber nachprüfen. Die französische und auch die englische Regierung haben Empfehlungsschreiben an die Familien und an die Ärzte verfasst, in denen sie schreiben, dass Kinder bis 14 Jahren keine Mobiltelefone verwenden sollten, weil in dieser Entwicklungsphase, in der sich die kindlichen Organe der Jungen und Mädchen entwickeln, ein starker Gebrauch von Mobiltelefonen schwere pathologische Schäden verursachen kann. Diese Empfehlungen müssten eigentlich von allen zuständigen Stellen erlassen werden. Wir kommen nun zu einer sehr wichtigen Frage. Können die biologischen Wirkungen, die von der Mobilfunkstrahlung ausgehen, auch Krebs auslösen? Die Weltgesundheitsorganisation WHO gab am 1. Juni 2011 bekannt, dass die Internationale Agentur für Krebsforschung, kurz IARC, hochfrequente elektromagnetische Strahlung in die Kategorie 2b auf der Liste der Krebsstoffe eingestuft hat. Zu diesem Ergebnis kamen 31 Experten aus 14 Ländern nach Auswertung von nahezu sämtlichen verfügbaren wissenschaftlichen Belegen. Diese neue Einstufung revidiert die bisherige Aussage, dass Funkstrahlen nur in der Lage wären, das Gewebe zu erwärmen. Denn Krebs gilt nachweislich als ein nicht-thermischer Effekt. Mit dieser Einstufung wird die Gefährlichkeit von elektromagnetischen Wellen mit der Gefahr von Benzindämpfen, Chloroform und dem Pflanzengift DDT gleichgesetzt. Trotz dieser Einstufung, trotz der bereits angeführten Studien, wie zum Beispiel der NILA oder der Salford-Studie, bleibt der Grenzwert weiterhin unangetastet und die Möglichkeit, dass Mobilfunk Krebs erzeugen kann, wird noch immer von den Betreibern und auch von der Politik vehement bestritten, weil keine Beweise vorliegen. Herr Weiner, Sie sind ausgebildeter Funkelektroniker und bekannt durch viele Vorträge und auch zahlreiche Fernsehsendungen. Können Sie bestätigen, dass in Sendernähe ein sehr hohes Krebsrisiko besteht? Ja, die Einstufung von Mobilfunk als möglicherweise krebserregend durch die Weltgesundheitsorganisation halte ich nach meiner langjährigen Erfahrung für weit untertrieben. Also viele Bürgerinitiativen von überall her bestätigen mir, dass in Sendernähe und insbesondere in der Hauptstrahlungsrichtung, dass gerade dort in den Häusern vermehrt Krebs auftreten. Es sind alle Altersgruppen betroffen und die Menschen sterben dort. Und wir sehen es ja hier an dem Beispiel von dem Sender auf dem Hochhaus. Die Anlagen sind so ausgerichtet, dass sie direkt in die Ortskerne und in die Straßen und Häuser strahlen. Und wer das nochmal vertieft sich anschauen will, ich empfehle da als gut medial dokumentierte Beispiele die Studie aus Mühlendorf in Österreich und den Beitrag über das Krebsdorf Volturino in Italien. Da kann man vieles nochmal genau nachsehen. Aber die Praxis, wir sehen es wie gesagt hier, die Praxis ist in jedem Ort auf der ganzen Welt. Zahlreiche weitere ähnliche Berichte, die einen klaren Zusammenhang zwischen einer Häufung von Krebsfällen und der Nähe zu Mobilfunksendeanlagen erkennen lassen, haben uns erreicht. Der Mitteldeutsche Rundfunk berichtet aus Steinbach-Hallenberg. Dort ist die Krebsrate achtfach erhöht. In Mittelsten nahe bei Cuxhaven sind von 260 Einwohnern mehr als 30 an verschiedenen Krebsarten erkrankt. In Großbritannien musste der Betreiber U2 in der Grafschaft Warwickshire nach Protesten der Bevölkerung seinen Sender abbauen, nachdem es 31 Krebsfälle in einer einzigen Straße gegeben hatte. Italien, Radio Vatikan Studie. Epidemiologischer Nachweis, dass in 6 Kilometern um den Sender Kinderleukämie um 220% erhöht ist. Michelozzi 2001. Polen, Omega News. Mobilfunkturm des Todes. 55 Tote in Slupsk. Israel, Netanya. Vierfaches Krebsrisiko in Sendernähe. Bürgerwelle, Schweiz.
Neuseeland, Sherry-Studie. Kausaler Zusammenhang von Tumorfällen und Anzahl der aktiven Sender in Abhängigkeit der Distanz. Sherry 1999. Neues Deutschland berichtet am 19. Februar 2002. Auf einer Protestkundgebung in Coburg 2002 sagte der Atomphysiker und stellvertretende Bundesvorsitzende der ÖDP, Professor Klaus Buchner, die von Mobilfunkanlagen ausgelösten Gesundheitsschäden, wie die Schädigungen von Hirnzellen und der Erbsubstanz sowie Blutbildveränderungen sind bestens dokumentiert. Bezogen auf die zu hohen Grenzwerte für Mobilfunkstrahlung betonte Buchner, das ist Mord. Es werden Menschen daran sterben. Zum Schutz des Lebens ist es nötig, die Verantwortlichen wegen Menschenrechtsverletzungen zu bestrafen. Wir fassen den dritten Teil unserer Dokumentation zusammen. Die hochfrequente Strahlung schädigt unser Leben in erheblichem Ausmaß. Da dies nicht durch Hitzestress verursacht wird, können nur biologische Vorgänge die Ursache sein. Nun gehen wir in die nächste Stufe der Beweisführung über und klären nun im vierten Teil unserer Dokumentation, ob diese Schädigungen durch Fallbeispiele aus der Praxis bestätigt werden können. Wir können im Rahmen dieser Dokumentation nur allenfalls die Spitze des Eisberges zeigen, denn Tausende von Fällen haben sich weit unterhalb der gültigen Grenzwerte ereignet. Wir zeigen nun zwei Fallbeispiele. Friedrich Stengel, ein Landwirt aus Oettingen in Bayern. Neben seinem Bauernhof wurde 1997 eine Mobilfunkantenne errichtet. Dann begann eine Odyssee. Mein Name ist Friedrich Stengel, wohne in Oettingen und möchte kurz erzählen, was wir erlebt haben, seit die Antenne 1997 errichtet wurde. Aufgefallen ist uns schon im Frühjahr 98, dass die Schwalben und viele andere Zugvögel weggeblieben sind. Damals wusste man eigentlich noch nicht, dass diese Strahlung schädlich ist. Haben wir erst Jahre später durch Blutbilduntersuchungen und so weiter dann erst festgestellt. Bei den Kühen schon im Frühjahr, Sommer durch 98, zeigte sich, dass die Fruchtbarkeit immer schlechter wurde und auch der Gesundheitszustand sich verschlechterte. Innerhalb 2 Jahren nach Errichtung der Antennen haben wir unseren gesamten Kuhbestand von durchschnittlich 8 bis 9 Kühen verloren und ca. 10 totgeborene Kälber. Die ganze Geschichte hat sich immer weiter verschlimmert. Die Kühe wurden kaum mehr trächtig und immer wieder sind Kühe an Immunschwäche verendet. Bis der Tierarzt einmal zum Fenster rausgeschaut hat und sah die Antenne, hat er gesagt, wir machen mal Blutbilder. Große Blutbild und haben dann festgestellt, dass die Lymphozyten total im Keller waren. Nur noch, ich habe hier Blutbilder, nur noch 21% der Lymphozyten waren vorhanden. Auch das Stresshormon Cortisol haben wir untersucht, vom Referenzbereich auch nur 10-20% noch da. Cortisol, Stresshormon. Und auch viele andere Hormone wahrscheinlich dadurch auch verändert. Kann man nicht alle untersuchen, ist viel zu teuer. Und das hat sicher die Auswirkungen, dass die Tiere nicht mehr trächtig werden. Und wenn sie trächtig werden, die Kälber entweder tot geboren oder früh geboren, schwach geboren werden und dann daran verenden. Bilanz bis heute, über 30 verendete Kühe, alle an Immunschwäche. Wir lassen jedes Jahr Blutbilder seitdem machen, eindeutig belegt. Und weit über 100 totgeborene, frühgeborene, schwachgeborene Kälber. Und das alles bei einem durchschnittlichen Kuhbestand von 8 bis 9 Kühen. Allein in den letzten 3 Monaten haben wir wieder 3 Kühe verloren. Die vierte liegt da, wahrscheinlich auch demnächst soweit. Das andere ist noch der klägliche Rest, der noch da ist. Zwischendurch haben wir uns mal an die Politik gewandt und an den Betreiber, T-Mobil, sollen doch die Antenne abbauen. Reaktion war, Amtstierarzt stand vor der Tür mit dem Auftrag, er solle hier die Ursachen der Probleme finden. Hat er dann 2 Jahre
verzweifelt versucht, Blutproben genommen, alles untersucht, alles, aber nichts anderes gefunden. Weder Virus, andere Viruskrankheiten noch sonst irgendwas. Bodenbelastung, Luftbelastung, alles untersucht. 2 Jahre intensiv. Nach 2 Jahren, wie er gegangen ist, hat er gesagt, ja, es kann nur an dem liegen, Strahlenbelastung. Blutbilder sind eindeutig. Er wird sich darum kümmern, die Antenne muss weg. Das war vor 7 Jahren etwa. Bis heute haben wir von dem Mann nichts mehr gehört. Maulkorb verhängt, sagt auch zu dem Thema nichts mehr. Dann 2 Jahre hat er da untersucht, im Auftrag vom Bayerischen Umweltministerium. Im 3. Jahr rufe ich an in München, Umweltministerium. Es war zu Zeiten Stoibers und Schnappauf. Ja, was jetzt los ist, wann wird die Antenne abgebaut? Die Untersuchungsergebnisse sind doch eindeutig. Ja, da wurde die Dame am Telefon ausfällig, die Amtstierärztin vom Umweltministerium. Ja, was ich schon wieder will, das ist doch immer das Gleiche, es kommt immer das Gleiche raus. Was will ich denn schon wieder? Habe ich gesagt, ja klar, solange die Antenne da ist, ist immer das Gleiche. Dann wurde sie noch ausfälliger und hat gesagt, ja, sparen Sie sich in Zukunft Ihre Briefmarken, Ihre Telefongebühren. Für uns sind Sie gestorben. Muss man sich wirklich so anhören, wortwörtlich so gesagt. Und seitdem herrscht da Funkstille. Antenne ist immer noch da, Probleme sind immer noch da, werden jetzt wieder schlimmer, das seit Umstellung auf LTE. Ist zu beobachten, dass die Tiere jetzt aggressiv werden, teilweise aggressiv und ja, und wieder massiv die Unfruchtbarkeit weiter gestiegen und wie gesagt, Gesundheitszustand verschlechtert sich weiter. LTE gibt der Sache noch den Rest.